leite in Hannover an der Universität das Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik. Und wie der Name schon sagt, befasse ich mich dort sehr intensiv mit dem Recycling von Kunststoffen, mit der Nachhaltigkeitsbewertung, sowohl in Forschung als auch in der Lehre. Man sieht das überall, Green Deal, Kunststoffe sind unverzichtbar, werden auch in Zukunft unverzichtbarer sein denn je. Auf der anderen Seite können wir nicht so weitermachen wie bisher und da ist das Kunststoffrecycling, die Circular Economy, die Lösung aus diesem Dilemma. Die Ausgangslage war, dass es erste Standards gibt im Bereich des Kunststoffrecyclings, die sind aber überhaupt nicht erschöpfend und deswegen haben wir die DIN-Spec 91446 entwickelt. Der wirtschaftliche Nutzen liegt insbesondere darin, dass ich jetzt mit dieser DIN-Spec die Qualität meines Produktes sehr eindeutig beschreiben kann. Und wenn ich die Qualität beschreiben kann, dann kann ich damit auch den Wert beziffern. Und damit werden Rezyklate handelbar, international handelbar, unter verschiedenen Akteuren handelbar, im Internet handelbar. Und da liegt der konkrete Nutzen der DIN-Spec. Von der DIN-Spec werden alle Akteure profitieren, die sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft befassen. Das fängt an bei den Rezyklatherstellern, die haben klare Zielvorgaben. Die Rezyklatverarbeiter wissen, welches Produkt sie erwarten können. Die Prüflabore können standardisierte Prüfkataloge anbieten. Die Forschung kann ihre Forschungsergebnisse nach diesen Qualitätsleveln, die wir in der DIN-Spec definiert haben, bewerten. Also letzten Endes profitieren wirklich alle Akteure davon. Das ist erst der Anfang. Wir haben da noch Großes mit vor. Ich freue mich sehr, dass ich heute stellvertretend für das ganze Team, was hinter der DIN-Spec steht, also stellvertretend dafür diesen Preis entgegennehmen darf. Da haben sehr viele Akteure mitgemacht. Ich kann sie gar nicht alle nennen, aber an dieser Stelle möchte ich zumindest den Herrn Schiller nennen, die Frau Dr. Schamsjewer, die Frau Hartig-Pfeiffer, den Herrn Duth, den Herrn Zies und den Herrn Dr. Lehmann.